Fast ein Jahr nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche kommt Kanzlerin Merkel mit Betroffenen und Opfern zusammen. Viele fühlen sich von ihr und der Politik vernachlässigt. Doch was wird sie ihnen sagen? Es wird kein einfaches Treffen für Angela Merkel. Fast genau vor einem Jahr raste der Attentäter Anis Amri mit einem gestohlenen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. 12 Menschen wurden getötet, rund 70 verletzt. An diesem Montag kommt Merkel im Kanzleramt mit Hinterbliebenen zusammen ein spätes Treffen, kritisieren viele. Und eine Begegnung, die emotional aufgeladen ist. Denn vor mehr als 2 Wochen geht in der Regierungszentrale ein besonderer Brief ein. Wer ihn liest, spürt Trauer, Schmerz, Ohnmacht, ein Gefühl des Alleingelassenseins, aber auch hilflose Wut. Frau Bundeskanzlerin, der Anschlag am Breitscheidplatz ist auch eine tragische Folge der politischen Untätigkeit Ihrer Bundesregierung. Und, in Bezug auf den Umgang mit uns Hinterbliebenen müssen wir zur Kenntnis nehmen, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie uns auch fast ein Jahr nach dem Anschlag weder persönlich noch schriftlich kondoliert haben. Gezeichnet, Mitglieder aller 12 Familien der Todesopfer vom Breitscheidplatz. Auch Merkel hat den Brief gelesen, der in vielen Punkten berührend sei und kritisch, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert vor 2 Wochen. Deswegen will die Bundeskanzlerin bei dieser Begegnung zuhören. Sie will genau wissen, was es ist, das den Angehörigen eine ungeheuer schwere Zeit möglicherweise unnötig noch schwerer gemacht hat, und sie wird sich diesem Gespräch und vielleicht auch der Kritik an den staatlichen Institutionen stellen. Im Übrigen sei die Einladung für das Treffen vor dem Eingang des Briefes im Kanzleramt verschickt worden. Kritik an Untätigkeit der Kanzlerin wies Seibert zurück. Merkel habe am Morgen nach dem Terroranschlag in ihrer Ansprache das Gedenken an die Opfer und an die Verletzten allen anderen Gedanken vorangestellt. Und im März hätten sich der damalige Bundespräsident Joachim Gauck und Innenminister Thomas de Maizière mit den Angehörigen getroffen, dies sei mit dem Kanzleramt abgestimmt gewesen. Ein paralleles Treffen mit Merkel sei damals nicht sinnvoll erschienen. Jetzt stellt sie sich diesem Gespräch, und der offene Brief der Betroffenen zeigt ja, wie sinnvoll und wie dringend diese Begegnung dann auch ist. Am Nachmittag also kommt die Kanzlerin nun mit Hinterbliebenen zusammen, das Treffen soll 2 Stunden dauern. Am Morgen tagen zunächst die CDU-Gremien mitten im Stress der Regierungsbildung, mittags empfängt Merkel den Regierungschef der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Wie wird sie bei dem Treffen auf die Hinterbliebenen der Terroropfer wirken? Was wird sie ihnen sagen? Was antwortet sie auf den Vorwurf des politischen Versagens? Es wird auf den Menschen Angela Merkel ankommen. Seit 12 Jahren ist sie Bundeskanzlerin, seit fast 2 Monaten geschäftsführend. Häufig ist sie als zaudernde, zögernde, vorsichtige und kühle kritisiert worden, als Gefühlsverweigerin, als Physikerin der Macht mit einer technokratischen Sprache. Berühmt geworden ist zum Beispiel diese Szene: Im Juli 2015 trifft sie in einer Diskussionsrunde im Fernsehen auf das Flüchtlingsmädchen Rem in Rostock.